Willkommen zu einem neuen Beitrag und damit zur 11. Ausgabe der geheimnisvollen Erde. In dieser Reihe, da befasse ich mich ja nicht so mit den mythischen Dingen, sondern eher mit den Sachen aus der Wissenschaft, die aber trotzdem rätselhaft genug sein können. Und bei so mancher Studie, die veröffentlicht wird, da liegt ja das Geheimnis in der Frage, ob die Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben, noch alle Kerzen auf der Torte haben. Aber es gibt auch Dinge, bei denen muss man einfach nachdenken, was geht da gerade vor sich. Also nicht im Sinne von, wie mythisch das Ganze ist, sondern kann das alles noch so richtig sein auf unserem Planeten? In Sibirien, da sehen die Wissenschaftler gerade ein Problem auf sich zukommen, das aufgrund eines Loches entstanden ist. Die Kanali Lidox, die schrieb mir, schau dir das mal an und sendete mir einen Link. Und dann habe ich mich ein bisschen weiter über dieses Thema informiert. Und das ist etwas, wobei die Wissenschaftler mit einer, in Anführungsstrichen, Katastrophe rechnen. Das Forbes-Magazin, das berichtete am 28. Februar über ein gigantisches Loch, das sich in Sibirien gebildet hat. Und das Bedenkliche dabei ist, dass sich dieses Loch immer weiter ausbreitet, immer weiter absinkt und immer größer wird. Die Einheimischen dort, die haben diesem Loch schon den Namen das Tor zur Unterwelt gegeben. Das Problem bei diesem Loch ist, dass es seit über 50 Jahren immer weiter wächst und immer schneller wird dabei und es ist kein Ende in Sicht. Den Grund dafür, den sehen die Wissenschaftler in der Erderwärmung, denn wegen dieser würde sich der Permafrost so nach und nach verabschieden und das Erdreich in sich zusammenfallen. In der Nähe dieses Lochs, da gibt es einen Fluss, der heißt Jana und die Wissenschaftler sagen, dass sich dort die ganze Ökologie schon komplett verändert hat. Und dieses Loch, das hat wirklich schon gigantische Ausmaße. Man kann das auf den Bildern gar nicht so sehen. Das Grüne, das ist nicht irgendwie Steppengras oder so, sondern das sind Bäume. Ja, und dann kriegt man vielleicht einen besseren Eindruck, welche Dimension das Ganze schon angenommen hat. Die offizielle, also wissenschaftliche Bezeichnung dieses Lochs ist übrigens Batagaika-Krater. Und dieser Permafrostboden, der sollte sich bei den normalen Temperaturen, die in Sibirien so vorherrschten, eigentlich gar nicht auflösen. Permafrost entsteht ja, indem Wasser in sozusagen Poren der Erde läuft und dort über Jahrtausende gefroren bleibt, deshalb Permafrost. Und nun ist es so, dass dieser Permafrostboden sich aufgelöst hat und auch der direkt unter der Erdoberfläche, also direkt darunter. Und jetzt gibt es ein ganz anderes Problem, was dadurch entstanden ist. Bakterien können jetzt in den Boden eindringen, die vorher vom Eis zurückgehalten wurden. Und dadurch entsteht dann wieder Methan und Kohlenstoffdioxid. Und das sind beides Treibhausgase und das wiederum führt dazu, dass es zur Erderwärmung führt. Das Ganze ist also ein Kreislauf, der in dieser Region durch dieses Loch immer mehr zunimmt. Dieses Loch, das ist jetzt 1,5 Kilometer lang und 120 Meter tief. Und entstanden sein soll das Ganze in den 1960er Jahren, weil dort der Wald komplett gerodet worden war. Ein menschengemachtes Problem also, wovon sich der Boden allerdings nicht mehr erholt hat. Und nun wächst das Ganze und man weiß nicht, welche Dimensionen das noch annehmen wird. Ja, und die Wissenschaftler, die sind jetzt sehr besorgt, die beobachten jetzt permanent den Permafrost, weil die Angst haben, dass es irgendwann mal einen großen Rums gibt und dann hat man da ein gigantisches Loch, ich sag jetzt mal 10 Kilometer lang und 5 Kilometer breit, was zu einer ökologischen Katastrophe führen könnte. Ja, da kann man nur zusehen und abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ja, werte Kanalbande, ich muss euch leider etwas mitteilen, das ist unumgänglich, ihr werdet sterben. Jetzt nicht unbedingt morgen oder übermorgen, ich hoffe, dass es für jeden von euch noch lange hin bis zu diesem Tag ist, aber der wird kommen. Tja, und irgendwie muss man sich damit abfinden, da kann man so viel Geld haben, wie man möchte, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, aber manche Menschen, die haben ein bisschen Geld übrig und die sagen, wenn ich sterbe, dann friert mich mit Hilfe der Kryonik ein. Und wenn es etwas gibt, was mich wieder zum Leben erwecken kann, oder vielleicht auch, dass die Krankheit heilen kann, an der ich gestorben bin, dann weckt mich wieder auf, also mit anderen Worten, taut mich auf und lasst mich dann erneut gesund weiterleben. Ja,
Ja, solche Leute, die kommen dann in solche Tanks und werden tiefgefroren. Und diese Tanks, die befinden sich unter der Erde in einem Hochsicherheitsbunker und werden dort 24 Stunden am Tag überwacht. Wenn ich ehrlich bin, dann habe ich auch diesen Weg der Bestattung gewählt für den Tag, an dem ich sterben werde. Und zwar nur deshalb, weil mich einige von euch hier so gepiesackt haben, dass ich denen ihren Enkeln noch auf die Eier gehen will. Bis jetzt gab es bei dieser ganzen Sache aber ein entscheidendes Problem. Man kann Gewebe nicht einfach wieder auftauen, ohne dass die Zellen platzen. Es bilden sich Eiskristalle beim Einfrieren und beim Auftauen, die die Zellen zerstören, und zwar die gesamten Körperzellen. Ihr kennt diesen Effekt vielleicht, wenn ihr schon mal Fleisch eingefroren habt in einer Lebensmitteltüte und da war vorher gar kein Saft drin, und nachdem ihr das Fleisch aufgetaut habt, liegt das Fleisch in irgendeiner roten Suppe. Das kommt eben durch die Zellzerstörung, und das ist Zellwasser, was da austritt. Und damit wäre das Fleisch, wenn es nicht schon tot wäre, tot. Und so und nicht anders wäre das dann auch bei den menschlichen Körpern, wenn man sie aus dieser Phase der Tiefkühlung jetzt auftauen würde. Das ist das große Problem bei der Kryonik. Nein, halt, stopp, ich muss mich jetzt korrigieren, das war das große Problem bei der Kryonik. Die University of Minnesota, die berichtet darüber, dass es jetzt eine Technik gibt, die dieses Problem löst. Mit dieser Technik kann man Gewebe auftauen, ohne dass die Zellen kaputt gehen. Ja, da werden sich die Kandidaten hier in diesen Eisenröhren aber freuen, wenn sie das hören, denn jetzt muss man eigentlich nur noch einen Weg finden, sie wieder zum Leben zu erwecken und die Krankheit zu heilen, an der sie eventuell verstorben sind. Ja, da kann man jetzt drüber lachen, aber das erste Problem wurde ja bereits gelöst. Aber dieses Problem wurde nicht gelöst, um diese Menschen hier aus ihrem eisigen Tiefschlaf zu erwecken, sondern das hat einen ganz anderen Hintergrund. Es geht dabei um den Bereich der Organverpflanzung. Es ist in der Tat so, dass ein nicht geringer Teil der Organverpflanzungen schief geht, weil es nicht geschafft wird, das Organ und den passenden Empfänger in der vorgegebenen Zeit zueinander zu führen, in der man dieses Organ einsetzen müsste. Man kann ein gespendetes Organ nur eine gewisse Zeit auf Eis liegen lassen. Erreicht der Empfänger nicht in dieser Zeit das Krankenhaus, in dem ihm das Organ eingepflanzt werden soll, dann kann man das Organ in die Tonne klopfen. Und das passiert anscheinend gar nicht so selten. Mit dieser neuen Technik, da hat man jetzt ausreichend Zeit, denn da kann man dieses Organ mit Hilfe der Kryonik tieffrieren und dann den Empfänger dieses Organs in aller Ruhe auf die Operation vorbereiten. Für die Mediziner ist das Ganze ein unglaublicher Schritt nach vorne. In Medizinerkreisen, da ist man gerade sehr euphorisch, denn diese neue Technik, die scheint mit einem Wisch eine ganze Reihe Probleme zu lösen, die man bis jetzt hatte. Und die Kollegen in den Eisenröhren, die werden da sicher auch etwas von haben. Und schon gibt es eine erste Planung. Dieses Modell hier ist ein Modell eines Friedhofs, und zwar eines ganz besonderen. Denn hier sollen 50.000 dieser Eisenröhren untergebracht werden, in denen sich die Menschen einfrieren lassen können. Das Ganze soll in Kalifornien entstehen. Ja, schöne neue Welt, sage ich da mal. Und mich würde einmal interessieren, was ihr von der Aussicht haltet, dass man sich vielleicht irgendwann einmal nach seinem Tod einfrieren und irgendwann wieder zum Leben erwecken lassen kann. Wie steht ihr dazu? Jetzt komme ich einmal zu einem Forschungsergebnis. Da kann man sich fragen, braucht man das wirklich? Aber uninteressant ist es nicht. Es gibt jetzt eine Studie, die herausgefunden hat, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Namen und dem Aussehen gibt. Diese Studie, die hat herausgefunden, dass es auf der ganzen Welt gewisse Stereotypen gibt, die man im Kopf hat, nach denen man Gesichter Namen zuordnet oder umgekehrt. Als Beispiel wurde da genannt, dass man sich unter dem Namen Bob eher jemanden mit einem rundlichen Gesicht vorstellt, als man es bei dem Namen Tim täte. Und die Wissenschaftler, die gehen davon aus, dass diese Stereotypen, die man im Kopf hat, nachhaltig das Aussehen eines Menschen verändern können bzw. beeinflussen können. Es gibt also so etwas wie einen Gesichtsnamen-Matching-Effekt, so nennen die Wissenschaftler das. Und das Ganze soll sich also dann auch darin widerspiegeln, wie man sich uns gegenüber mit unserem Namen verhält und an den Erwartungen, die man in einen setzt aufgrund seines Namens.
Das Ganze passiert natürlich dann nur im Unterbewusstsein, aber ich sag einmal, wenn jemand Kevin Justine heißt, dann hat man eine gewisse Vorstellung davon, wie derjenige eventuell aussieht. Bei mir hat so ein Kevin Justine mit Sicherheit eine Baseballkappe auf. Und im Großen und Ganzen das Erscheinungsbild eines Lukas Podolski. Und vielleicht kennt der eine oder andere von euch ja auch dieses Bild, was man sich von jemandem macht, aufgrund seines Namens. Die Wissenschaftler sagen auch, dass die Leute, denen man gewisse Eigenschaften aufgrund ihres Namens zuschreibt, sich auch dementsprechend entwickeln. Das Ganze ist also ein Phänomen, an dem sie jetzt weiter forschen möchten und das man sich noch nicht so ganz erklären kann. Ich bin aber schon so weit, dass ich diese Theorie beweisen kann. Es gibt so eine Reihe von Menschen, denen sage ich, für mich habt ihr alle den Namen dämliches Arschgesicht. Und was soll ich euch sagen, die haben sich entsprechend im Aussehen und im Verhalten entwickelt. Und gelegentlich halten die sogar ein Treffen ab. Im folgenden Bericht, da geht es um eine Sache, die könnte ich eigentlich auch in der Reihe rätselhafte Welt bringen, wo ich mich dann doch eher mit Mythen und seltsamen Erscheinungen befasse. Ihr kennt ja vielleicht die Aussage, wir planen Raumfahrt und forschen im Weltall herum und dabei wissen wir noch nicht einmal, was in unseren Ozeanen so vor sich geht. Und tatsächlich ist es so, dass die Ozeane kaum richtig erforscht sind. Und dann gibt es Leute, die zum Beispiel mittels Google Maps den Meeresboden absuchen, ob sich dort nicht etwas findet. Und genau das ist jetzt wieder jemandem gelungen, wobei ein weiteres Rätsel an dieser Sache ist ja, wer hat so viel Zeit, den gesamten Meeresgrund abzusuchen, bis er irgendetwas entdeckt? Naja, jedenfalls gibt es jetzt Spekulationen über dieses Bild. Und darauf seht ihr ja dieses kugelförmige, ich nenne es jetzt mal Objekt. Und dieses kugelförmige Objekt, das hat anscheinend hinter sich so eine Art Schleifspur hinterlassen. Und die scheint sich ja so schlangenlinienförmig hier entlang zu bewegen und an diesem Objekt zu enden, beziehungsweise wurde sie vielleicht durch dieses Objekt verursacht, das sich auf dem Meeresgrund fortbewegt. In der Vergrößerung, da sieht das Ganze so aus. Es gibt einen Link, den setze ich euch in die Videobeschreibung. Wenn ihr den anklickt, dann landet ihr gleich auf Google Maps und dann oberhalb dieses Objektes. Ihr werdet auf YouTube auch schon das ein oder andere Video darüber finden, so bei Secure Team, die euch erklären, dass das Ganze eine außerirdische Aktivität ist dort auf dem Meeresgrund. Ja, da ich montags immer in meinem Häkel- und Strickkurs bin, hatte ich gerade mal keine Zeit, da runterzutauchen und nachzusehen, was es ist, ob das Ganze jetzt wirklich eine Schleifspur ist oder ob das etwas ist, das auf völlig natürliche Weise entstanden ist. Naja, Secure Team hat es dann mal nachgemessen und das Ding hat einen Durchmesser von ca. 4 Kilometern. Und es liegt ca. 9 Kilometer unter der Wasseroberfläche und diese Schleifspur, die es hinter sich herzieht, in Anführungsstrichen, die ist ungefähr 74 Kilometer lang. Ja, das Ganze hat es sogar in den Mystery-Bereich der Mail Online geschafft. Was denkt denn ihr darüber? Wird hier wieder ein Fass für nichts aufgemacht oder bewegt sich da was auf dem Meeresgrund? Das, was jetzt kommt, das kann man zwar nicht als wissenschaftlichen Bericht bezeichnen, aber wenn ihr das seht, dann werdet ihr merken, dass das Ganze schon irgendwie dazu passt, weil man sich fragen muss, wie weit gehen Mediziner fürs liebe Geld und warum werden manche Menschen nicht behandelt? Und es taucht die Frage auf, wie viel YouTube verträgt ein Mensch, wenn er sich nur mit einer Sache befasst? Und mit diesem Bericht verbunden ist mein Wunsch an alle Eltern unter euch, dass eure Kinder ja nicht mal auf so bescheuerte Ideen kommen. Und jetzt nicht erschrecken, meine Lieben, das hier ist Winnie O. 22 Jahre alt und der lebt in Kalifornien. Und Winnie, der möchte kein Mensch mehr sein, sondern ein geschlechtsloser Alien. Davon hat er ja genug auf YouTube gesehen. Und Winnie O, der hat mittlerweile 40.000 Dollar in Operationen gesteckt, die ihn in ein solches Alien verwandeln sollen. Und außerdem fände er es total schick, wenn er einfach aussähe wie aus Plastik gemacht. 35 Operationen hat er bereits hinter sich, aber damit ist er noch nicht fertig. Denn als nächstes möchte er sich die Brustwarzen und die Geschlechtsteile amputieren lassen.
Da er sowieso nie Sex hat und nie Sex haben wird, sagt er, da braucht er die Geschlechtsorgane nicht. Er will sich aber dann auch nicht irgendwie ein weibliches Geschlechtsorgan machen lassen, sondern nur so eine Öffnung, um Wasser lassen zu können. Ja, und sein Ziel ist eben die Verwandlung in ein geschlechtsloses Alien. Natürlich hat so ein Typ, der in den USA jetzt schon eine gewisse Popularität hat, auch eine Managerin und die findet das alles total klasse, was er macht. Kein Wunder. Und die sagt, in 15 Jahren werden wir alle so aussehen wollen wie er und es wird massenhaft Operationen geben, in denen sich die Leute die Geschlechtsorgane amputieren lassen, um dann wie geschlechtslose Aliens auszusehen. Und wisst ihr was, so wie hier langsam jede Moral und Ethik zugrunde geht, da glaube ich der Frau das sogar. Ja, Winnie O, ein Vorreiter dessen, was auf uns zukommen wird. Der totale Verfall. Manchmal gibt es Dinge, da kann sich die Wissenschaft bemühen, wie sie möchte, sie findet einfach keine Erklärung. Im Jahre 1955, da war ein Fossiliensammler namens François Tully in Grundy County in Illinois unterwegs. In einem Flussbett, da fand er diese versteinerten Fossilien. Zwar kannte sich Tully sehr gut aus, aber dieses Tier, was er hier sah, so etwas hatte er noch nie gesehen und er war vollkommen ratlos, um was es sich dabei handeln könnte. Also brachte er das Ganze zu einer Universität, wo sich dann Biologen und Zoologen mit dieser Sache befassten und bis heute haben sie keine Erklärung, um welches Tier es sich dabei handeln könnte. Aber mit Hilfe der Biologen und Zoologen und einiger Computerexperten hat man dann ein 3D-Bild dieses Lebewesens angefertigt. Und das ist das Ergebnis. So müsste dieses Lebewesen ausgesehen haben. Aber so etwas gibt es auf unserem Planeten definitiv nicht. Und es hat auch in der Vergangenheit nie ein Lebewesen gegeben, soweit man heute weiß, das so ausgesehen hat. Man ist sich nicht einmal sicher, ob das Ganze überhaupt ein Wirbeltier sein kann oder ob es nicht vielleicht doch eher eine Art Wurm oder so etwas ist. Also die Wissenschaft, die ist vollkommen ratlos, was das für ein Lebewesen ist. Und so wird seit 1955 ein Gutachten nach dem anderen erstellt, um welches Lebewesen es sich handeln könnte. Und die Universitäten schieben sich die Fossilien sozusagen gegenseitig zu, in der Hoffnung, dass irgendjemand irgendetwas darüber herausfinden kann. Eine der letzten Vermutungen war, dass das Ganze zu dieser Gattung der Laternenfische gehört, die in der Tiefsee leben. Ein anderes Ergebnis wiederum sagte, dass es sich dabei um eine ausgestorbene und bis dato noch nie wiedergefundene Hummerart handeln könnte. Und jedes Mal, wenn so ein Gutachten erstellt wurde, dann wird von den betreffenden Wissenschaftlern gesagt, das Rätsel ist gelöst, es handelt sich darum oder darum. Und jedes Mal gibt es dann ein Gegengutachten, das das vorherige Gutachten aufgrund von irgendwelchen Fakten widerlegt. Was natürlich auch möglich wäre, ist, dass das Ganze hier ein Schnitzer der Natur war, die noch so ein bisschen rumprobiert hat vor ein paar Millionen Jahren und das Ganze einfach nur, ja, eine Mutation ist und damit eine einmalige Sache. Aber da bleibt die Frage, eine Mutation von was? Denn dieses Lebewesen ist irgendwie auf keine andere Gattung endgültig zurückzuführen. Natürlich darf dann auch die Theorie der Ufologen nicht fehlen, die sagen, das Ganze könnte unter Umständen eine Art Mitbringsel, unbeabsichtigtes Mitbringsel der Alienbesucher aus grauer Vorzeit gewesen sein. Es gibt dann noch die Theorie, dass unter Umständen, so wie nach dieser Panspermatheorie, dieses Lebewesen mit einem Asteroiden mit auf die Erde gebracht worden sein könnte, in Form einer Eizelle oder so, dass irgendwo auf irgendeinem fremden Planeten ein Asteroid eingeschlagen ist, der dann Gestein ins Weltall geschleudert hat, worin sich dann diese Eizelle oder diese mikrobische Lebensform befand. Und das ist dann irgendwann auf die Erde gelangt. Also ihr seht, da werden alle möglichen Register gezogen, um die Existenz dieses Lebewesens zu erklären. Ich bin mal gespannt, ob man jemals verbindlich herausfindet, auf welche Tierart dieses Lebewesen zurückzuführen ist und ob es da vielleicht irgendwann nochmal weitere Funde gibt, die belegen, dass das Ganze eine weit verbreitete Tierart war. Mittlerweile hat das Ding den Namen das Tully-Monster erhalten
Und wer schon so einen Namen hat, der ist natürlich offen für alle möglichen Spekulationen. Mal sehen, ob da noch was herauskommt. Ja, liebe Kanalbande, das war's für die heutige Ausgabe Geheimnisvolle Erde. Ich hoffe, ihr fandet das Video als Information gut. Dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute für euch.